Und willkommen bei einem neuen Video von Feelfit. Ich bin Lukas und ich mache mit dir heute eine Yoga-Session. Die Yoga-Session richtet sich heute an Einsteiger. Das heißt, du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse oder Fähigkeiten. Mach einfach mal mit. Zunächst such dir einen bequemen Platz auf deiner Yogamatte. Setz dich aufrecht hin und schließ die Augen. Atme ein und aus. Beobachte deinen Atem. Wie er ein- und ausfließt. Jetzt vertiefe deinen Atem und versuche mal zu zählen, wie lange du einatmest und wie lange du ausatmest. Ohne deinen Atem zu kontrollieren. Spüre, wie die kühle Luft durch deine Nase strömt. Atme ganz bewusst. Jetzt atme lang aus und atme tief ein. Aus. Und nach dem nächsten Einatmen chanten wir dreimal Om zusammen. Lege deine Handflächen
aneinander. Öffne langsam die Augen. Namaste. Jetzt lege dich bequem auf deine Matte, strecke die Arme und Beine von dir und begradige deinen Rücken und verweile so ein paar Minuten. Die Füße etwa hüftbreit oder mattenbreit vielleicht sogar. Die Hände und Arme weggestreckt. Dein Kopf in einer Linie mit deiner Wirbelsäule. Lasse deinen ganzen Körper in den Boden sinken. Die Beine, die Arme, dein Rücken und schließlich dein Kopf. Alle Gliedmaßen, dein Rumpf und dein Kopf sinken in den Boden. Für ein paar Minuten lässt du jetzt einfach mal alles los. Solltest du irgendwo Anspannung spüren, dann lenke deinen Atem auf diese angespannte Stelle in deinem Körper. Und lasse diese angespannte Stelle mit deinem Ausatmen los. Nun vertiefe deinen Atem, atme lang aus und dann fülle deinen ganzen Brustkorb und deinen Bauch mit Luft. Und tief einatmen. Und den ganzen Atem wieder gehen lassen. Noch einmal. Jetzt darfst du deine Füße und deine Finger langsam in Bewegung setzen. Bewege sie von links nach rechts. Wecke sie langsam auf. Und rolle deinen Kopf von rechts nach links. Thank you.
Und dann nimm deine Füße zusammen, falte deine Finger zusammen und dann zieh deine Arme über deinen Kopf. Atme ein, streck dich und atme aus. Dann zieh deine Knie zu deinem Körper hin, zieh sie zu deiner Brust mit deinen Händen, umarme deine Knie und komm in eine Seitwärtsrolle. Probier einfach mal den Rücken so zu massieren mit deinem eigenen Körpergewicht und mit der Matte. Lass so weit gehen, wie du möchtest. Und dann komm wieder zur Mitte. Und dann kreise mit der Hüfte, so als würde unter deinem Kreuzbein eine Münze liegen. Und du umkreist jetzt diese Münze mit deinem Becken, mit deinem Kreuzbein. Und bringst somit auch den unteren Rücken in Bewegung. Und dann wechseln wir die Richtung, kreisen in die andere Richtung, um die Münze herum. Und dann wieder in die Mitte. Und dann ziehen wir die Stirn Richtung Knie, kommen in eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Auch das ist eine schöne Massage für deine Wirbelsäule, für deinen Rückenmuskel. Und wenn du es schaffst, kannst du dich bis zum Stehen noch hochrollen. Einmal strecken und ab. Gut. Wir wollen uns ein bisschen erwärmen. Dafür rollen wir die Schultern nach hinten. Wir nehmen die Ellenbogen mit. Einen großen Kreis. Und kreisen nach vorne. Und dann strecken wir die Arme. Rollen nochmal nach hinten mit den Armen. Die Daumen zeigen jetzt mal nach hinten, die Handfläche nach oben. Und so kommen wir schön in die Aufrichtung. Und dann lassen wir die Hände los, die Arme locker und schütteln uns aus. Ich schwinge ein bisschen von links nach rechts. Wir lassen die Schulter mal richtig locker. Die Hüfte schwingt so ein bisschen mit. Und dann stemmen wir unsere Hände in die Hüfte, auf die Seite. Und machen eine Kreisbewegung mit der Hüfte. Einen kleinen Hüftschwung. Stell dir vor, du machst eine kreisrunde Bewegung mit deinem Becken, mit deinem unteren Rücken. Vielleicht hakelt das am Anfang noch ein bisschen an manchen Stellen. Und vielleicht kannst du jetzt die Bewegung etwas größer machen. Vielleicht möchtest du dich auch etwas breitbeiniger hinstellen. Das ist dir überlassen. Und dann wechseln wir die Richtung. Auch hier erstmal klein anfangen. Und dann langsam größere Kreise ziehen. Schöne runde Bewegungen. Mit diesem einfachen Hüftschwung wärmen wir die Gelenke auf. Die Hüftgelenke, auch die Iliosakralgelenke um das Kreuzbein herum. Und genauso den unteren Rücken. Und dann wieder in die Mitte.
Dann pendeln wir noch einmal die Arme aus, lockern die Schultern und richten uns auf. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken. Bei den meisten von uns ist der Nacken verspannt. Wir wollen jetzt ein bisschen dagegen arbeiten und uns vorbereiten auf den Sonnengruß, der später noch kommt. Und dafür möchten wir jetzt den Nacken dehnen. Zunächst machen wir eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Schau jetzt mal zu. Ich nehme mein Kinn bis zur Brust. Und dann ziehe ich mit meinem Kinn bis zur Decke nach oben, ohne meinen Kopf hinten fallen zu lassen. Und diese Bewegung machst du mit mir jetzt mal zusammen ein paar Mal. Probiere deine Brustwirbelsäule da zu lassen, wo sie ist. Setz eine Übung für den Halsbereich, für den Nacken. Und nochmal nach vorne. Und nochmal nach oben. Es kann sein, dass es unangenehm ist am Anfang. Liegt einfach daran, dass wir es nicht so oft machen. Je öfter du das übst, desto leichter wird sie auch fallen. Und in die Mitte. Jetzt in die Seitneigung. Neige deinen Kopf zur Seite. Dein Ohr geht zur Schulter. Und die andere Seite. Ich könnte jetzt natürlich noch weiterziehen. Dann könnte ich hier die Spannung lösen, indem ich die Schulter mitnehme. Das ist jetzt aber nichts in der Sache. Probier mal deine Schultern nach unten zu fixieren und dort zu lassen. Und dann nochmal die Seitenneigung zu gehen. Es kann sein, dass es jetzt deutlich mehr zieht als vorher, weil die Schulter sich eben nicht mitbewegt, sondern unten bleibt. Und so können wir schön die Nackenmuskulatur dehnen. Und nochmal den Seitenwechsel. Lass dein Ohr zur Schulter sinken, gedanklich. Aber lass deine Schulter nach unten gezogen. Spüre die Dehnung. Und dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und hier können wir jetzt eine Zusatzbewegung machen. Ich drehe jetzt mein Kinn Richtung Schulter, ohne die Seitneigung zu verlassen. Ich rotiere jetzt wirklich nur meinen Kopf. Mein Kinn geht zur Schulter nach unten. Und dann die Gegenbewegung. Mein Kinn geht nach oben, Richtung Decke. Und mein Ohr geht wieder Richtung Schulter. Zurück zur Mitte. Jetzt einmal kurz reinspüren, wie fühlt es sich an. Eine Seite haben wir jetzt gedehnt, die andere Seite noch nicht. Ich spüre da schon einen deutlichen Unterschied, weil ich einfach schnell dazu neige, auch durch mein Training, hier zu verspannen. Eigentlich müssen wir immer, wenn wir zu Bett gehen oder morgens aufstehen, das noch einmal durchbewegen und dehnen, damit die Verspannungen sich nicht aufbauen können. Jetzt einmal Schultern runterziehen, nochmal zur anderen Seite neigen. Und hier diese Zusatzbewegung, das Kinn Richtung Schulter rotieren, ohne die Seitenneigung zu verlassen. Und dann die Gegenbewegung. Kinn nach oben.
und dann wieder zurück in die Mitte. Ein bisschen lockern. Vielleicht merkst du jetzt ein bisschen mehr Durchblutung im Nackenbereich. Das ist ganz wichtig, damit sich keine Verspannungen aufbauen. Verspannungen führen leicht zu Kopfschmerzen oder zu Konzentrationsschwächen und natürlich auch zu Haltungsproblemen. Wenn du merkst, dass diese Übungen dir sehr gut tun, dann probier sie doch einfach mal in dein Training einzubauen oder irgendwie in deinen Alltag. Oder wie gesagt, morgens nach dem Aufstehen oder abends vom zu Bett gehen einmal durchzuführen. Am besten funktionieren Nackendehnungen, wenn wir vorher einmal das Aufwärmen und die Muskulatur aktivieren. Okay, wir bleiben im Stand. Wir rollen uns jetzt ein bisschen auf und ab. Ich gehe mal in die Seitrichtung. So. Jetzt darfst du mal dein Kinn zur Brust nehmen und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel runter. Und dann wieder auf. Aufrichten, Schultern zurück. Das ist jetzt eine schöne Mobilisation für die ganze Wirbelsäule. Aufrichten, Schultern zurück. Am Anfang geht es noch nicht so weit. Aber mit jeder Wiederholung können wir ein Stückchen tiefer gehen. Bis wir vielleicht ganz runterkommen. Deine Aufgabe ist jetzt hier bewusst Wirbel für Wirbel zu rollen, zu beugen und zu strecken. Und dann rollst du dich noch einmal ganz nach unten, soweit es geht. Probiere deine Knie gestreckt zu lassen. Und dann ergibt es eine schöne Dehnung hier auf der Oberschenkelrückseite. Vielleicht zieht es auch ein bisschen in den Waden. Vielleicht zieht es im unteren Rücken. Wichtig ist, dass es dir jetzt nicht wehtut, sondern dass es angenehm ist. Sollte es zu viel ziehen, dann gehst du ein Stückchen wieder hoch und lässt dich langsam wieder fallen. Und wie auch am Anfang schon mit dem Atem rein dehnen. Jetzt bleibst du einmal hier unten. Ich drehe mich noch einmal. Du kannst die Beine jetzt etwas weiter stellen, aber nicht zu weit. Und jetzt greifst du mal mit deinem rechten Arm deinen linken Unterschenkel. Und dann führst du deinen linken Arm einmal hier durch und greifst zu dem rechten Unterschenkel. Und jetzt haben wir hier so eine leichte Drehung. Jetzt probier mal, unter deinem rechten Arm, unter der Achsel durchzuschauen. Und dich hier reinzudrehen. Gedanklich ist das Ziel dieser Übung, dass ich meine Brust jetzt einmal nach vorne drehen kann und hier öffnen kann, bis ich dann wieder nach vorne schaue. Ja, also gedanklich. Das geht natürlich nicht beim ersten Mal sofort, aber mit der Übung. Ich hoffe, du spürst jetzt eine schöne Dehnung. Ich spüre jetzt einmal eine Dehnung im linken Oberschenkel und hier in der rechten Flanke, im unteren Rücken. Und dann lösen wir mal einmal die Hände und machen die Gegenbewegung, also andere Seite. Erst linke Hand zum rechten Unterschenkel greifen und dann die rechten Arm durchführen, unter der Achsel durch und hier festhalten. Dann versuchen wir den Arm mal zu folgen und hier in diese Rotation reinzugehen, so weit wie es eben noch angenehm ist. Und mit der Atmung immer wieder ein Stückchen weiter. Du darfst hier noch ein bisschen halten.
Für diejenigen, die gar nicht so weit runterkommen, für die das vielleicht unangenehm ist, vielleicht kommen die nur bis hier, bis zu den Knien, da kann man auch schon arbeiten. Ansonsten auch gerne einen Gurt nehmen, einen Gürtel oder falls ihr schon einen Yoga-Gürtel habt oder so ein Band, dann kann man das auch hier in die Unterschenkel legen, festhalten und dann kann man so in die Rotation reingehen. Ja? Gut, und dann langsam aufrollen und noch einmal die Hüfte rotieren. Nochmal die andere Seite. Okay. Gut. Wir gehen jetzt über zum Sonnengruß. Surya Namaskar. Und dafür werde ich ein paar Bewegungen länger erklären. Und wir werden gegen Ende hin das immer mehr zu einem Flow werden lassen, also zu einer fließenden Bewegung, ein fließender Übergang zwischen den einzelnen Teilbewegungen. Zunächst stell dich vorne auf deine Matte hin. Zieh einmal deine Zehen hoch und dann breite sie aus wie ein Fächer auf der Matte, sodass sie schön verteilt sind. Jetzt ist dein Fußgewölbe aktiv. Jetzt streck einmal deinen unteren Rücken. Ich möchte hier kein Hohlkreuz sehen während der ganzen Übung. Probier einmal hier das zu begradigen und dein Gesäß so ein bisschen nach unten zu rollen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du dein Schambein nach oben ziehst. Und dadurch erreichen wir hier schöne Streckung im unteren Rücken. Nimm deine Schultern zurück. Handflächen nach vorne. Das Kinn etwas nach hinten ziehen. Atme aus. Und atme ein. Noch einmal ausatmen. Und mit dem nächsten Einatmen streckst du beide Arme über den Kopf. Streck dich weit nach oben. Und dann mit dem Ausatmen streck dich weit nach vorne. Mach deinen Rücken gerade wie einen Tisch. Und dann bring deine Hände neben die Füße. Und jetzt, wenn du unten nicht an der Matte ankommst, lass deine Hände einmal beugen, deine Knie einmal beugen, legst deine Hände neben den Füßen ab und bringst deinen rechten Fuß weit nach hinten. Legst das Knie ab, legst den Fuß ab und dann richtest du dich nochmal auf. Und dann stellst du den rechten Fuß auf, die Hände fest in den Boden drücken. Und den linken Fuß auch nach hinten führen. Das ist jetzt die Planke. Schau auch hier, dass du das Hohlkreuz vermeidest. Es tut nämlich auf Dauer weh und kann zu Schäden führen in den Bandscheiben. Also probier hier deinen Rücken zu begradigen. Und probier auch mal deine Hände gleichmäßig zu belasten. Dass du nicht auf einer Seite bist, sondern dass auch dein Zeigefinger und dein Daumenballen auch schön in die Matte gedrückt werden. Und jetzt zieh nochmal deine Waden nach hinten, deine Fersen ziehen nach hinten und zieh deine Brust nach vorne. Das ist jetzt eine schöne Planke. Und dann mit dem Ausatmen Knie zu Boden, die Brust zwischen die Hände und dann schieb dich von den Zehen nach vorne. In die Kurve. Und dann die Zehen aufsetzen, Bauch anspannen und dann
in den herabschauenden Hund. Du kannst, wenn du jetzt rutscht, weil es schwitzig ist, es ist ja draußen 30 Grad, kannst du dir hier ein bisschen helfen, die Matte greifen als Widerlager. Und deine Aufgabe ist jetzt, deinen Rücken zu begradigen. Begradige deinen Rücken, bevor du deine Beine gerade machst. Und wenn du das Gefühl hast, dein Rücken ist gerade, dann lass langsam die Beine ausstrecken. Und dann dein rechtes Bein nach oben. Und mit Schwung nach vorne zwischen die Hände. Knie abstellen, Fuß ablegen, aufrichten. Ich hoffe, der Ton ist okay bei dem ganzen Gewackel hier. Und dann atme ein, stell den Fuß auf und mit dem Ausatmen bring den anderen Fuß mit nach vorne. Und dann atme ein, mach deinen Rücken ganz gerade, führe deine Arme über den Kopf und streck dich nach oben, streck dich ein bisschen nach hinten und lass die Arme los. Das war jetzt eine Seite, jetzt machen wir die linke Seite. Einatmen, Hände über den Kopf, strecken, leicht überstrecken und dann weit nach vorne reichen, den Rücken gerade machen und dann die Hände neben den Füßen abstellen. Du darfst deine Knie beugen, wenn du möchtest. Und dann atme ein, linken Fuß nach hinten. Knie abstellen, Fuß ablegen, aufrichten. Dann stellst du deinen Fuß auf, drückst die Hände in die Matte und stellst den anderen Fuß auch nach hinten. Jetzt sind wir wieder in der Planke. Auch hier wieder Hohlkreuz vermeiden, Rücken strecken, Brust nach vorne raus. Und dein Brustbein will jetzt nach vorne ziehen. Und jetzt zieh deine Fersen auch nach hinten. Ich verteile das Gewicht auf deinen Händen gleichmäßig. Und jetzt probiere das Gewicht gleichmäßig zwischen Händen und Beinen zu verteilen. Und dann atme aus, Knie zu Boden, Brust zwischen die Hände und Knochen auf die Matte. Dann schieb dich von den Zehen nach vorne, nach oben, in die Cobra. In der Cobra ziehen unsere Ellbogen nach hinten und unsere Zehen ziehen auch aktiv nach hinten. Und wer da ganz beweglich ist, der darf mal seine Arme auch strecken und seinen Kopf auch nach hinten. Und dann langsam nach unten, Füße aufstellen und dann über die Knie in den herabschauenden Hund. Schieb dein Gesäß zur Decke. Schieb so weit, bis dein Rücken gerade ist. Und wenn du es dann noch schaffst, begradige deine Beine. Das Wichtige ist, dass dein Rücken gerade ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob deine Fersen bis zur Matte kommen oder nicht. Das ist da gar nicht wichtig. Und jetzt
dein linkes Bein weit nach hinten strecken, nach oben in eine Linie mit deinem Oberkörper. Und dann mit Schwung das Bein nach vorne zwischen deine Hände, Knie absetzen, Fuß ablegen, aufrichten. Fuß aufstellen, einatmen, nach vorne kommen und nochmal ausatmen, lang machen. Und dann, bevor wir hochgehen, zieh mal deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. Streck deinen Rücken gerade. Wie gesagt, du darfst deine Knie gerne beugen für den Anfang. Und dann nimm die Arme über den Kopf. Streck dich. Und lass gehen. Jetzt haben wir einmal links, einmal rechts. Das zusammen ist genau eine Abfolge des Sonnengrußes. Und beim nächsten Mal machen wir das Ganze ein bisschen schneller und probieren die Bewegung schön rund und flüssig zu machen. Wenn du dir bei ein paar Bewegungen nicht sicher bist, ob du deinen Rücken gerade hast oder wie deine Haltung ist, vielleicht kannst du dir irgendwo einen Spiegel zur Hilfe nehmen in deiner Wohnung und dich selbst korrigieren. Das ist immer ein guter Trick, weil du hast jetzt keinen Trainer neben dir, der dich korrigieren kann. Aber über den Spiegel kann man schon ganz viel selbst korrigieren. Gut, dann einmal wieder vorne an die Matte stellen. Nochmal die Zehen auffächern und auf der Matte verteilen. Und dann wieder den unteren Rücken gerade machen. Hier rollen. Und dann die Schultern zurück, ausatmen. Und mit dem Einatmen Hände über den Kopf, streck dich nach oben, leichte Überstreckung. Und dann weit nach vorne, bis nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, rechten Fuß nach hinten. Knie ablegen, Fuß ablegen, aufrichten. Ausatmen. Einatmen, linken Fuß dazustellen. Ausatmen, Knie zu Boden, Brust zwischen Händen. Einatmen, schieb dich nach vorne in den Kobra. Aktiviere deine ganze Streckerkette. Zieh den Ellbogen nach hinten. Zieh deine Zehen nach hinten und atme nach vorne in die Brust. Und dann stell die Füße auf und schieb dich nach hinten. Schieb dein Gesäß zur Decke. Ausatmen. Dann atme ein, nimm deinen rechten Fuß nach oben, streck dein ganzes Bein. Probier mal nicht zur Seite wegzukippen, sondern hier schön gerade zu bleiben. Und dann mit Schwung rechtes Bein nach vorne, ausatmen. Einatmen, linkes Bein nach vorne, ausatmen. Einatmen, Rücken strecken, Arme über den Kopf strecken und ausatmen. Noch einmal die linke Seite. Ausatmen. Einatmen, Arme über den Kopf strecken. Ausatmen, weit nach vorne.
Hände nehmen, die Füße. Einatmen, linken Fuß nach hinten. Einatmen, rechten Fuß auch nach hinten. Jetzt wieder die Planke. Achte hier auf den unteren Rücken, dass du stabil bist. Das ist mir lieber, wenn du den Po etwas höher nimmst für die Stabilität, als wenn du hier nach im Hohlkreuz landest. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn zum Boden. Einatmen, Kobra. Ausatmen, schieb dich nach hinten, nach oben. Herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, linkes Bein nach vorne. Einatmen, rechten Fuß dazustellen. Und jetzt darfst du hier ein bisschen verweilen. Vielleicht möchtest du mit deinen Knien ein bisschen vorn zurückgehen. Deine Hüfte ein bisschen durchbewegen. Und dann mit dem Einatmen richte dich nochmal auf. Den Rücken gerade. Und die Hände nach oben. Streck dich. Und atme aus. Stell dich etwas breitbeiniger hin, schließ die Augen, öffne die Handfläche nach vorne und bleibe hier ein bisschen stehen. Spüre deinen Körper, spüre deinen Atem. Fühle dich groß und stark wie ein Berg. Und dann öffne langsam die Augen. Locker deine Hände, deine Knie. Das war jetzt zwei Abfolgen des Sonnengrußes. Man kann beliebig viele machen, aber für heute denke ich, belassen es dabei und wir können noch ein paar andere Übungen machen. Als nächstes legen wir uns auf den Rücken. Die Beine gerade gestreckt. Lass deinen Körper ein bisschen sinken in die Matte. Dann zieh dein rechtes Knie zur Brust. Und dabei bleibt das andere Bein flach auf dem Boden. Und jetzt probier mal deinen unteren Rücken an die Matte zu pressen, ohne dass das Bein abhebt. Und jetzt kannst du vielleicht dein Knie, dein rechtes Knie noch etwas näher an deine Brust heranziehen. Der Atem ist dabei ruhig und tief. Und dann strecken wir das Bein mal nach oben, so gut es geht. Wer mag, darf sich jetzt einen Gurt nehmen und den über seine Fußsohle legen
und dann zum Dehnen hier so ranziehen. Andere Möglichkeit ist es, jetzt ein bisschen nach oben zu kommen mit dem Oberkörper, die Unterschenkel zu greifen und dann das Bein anzuziehen. Das soll jetzt eine Dehnung sein für Oberschenkelrückseite, für die Wade. Die Wade dehnen wir besonders gut, wenn wir jetzt die Zehen so ein bisschen anziehen. Die Zehen zu uns. Dann können wir uns vielleicht langsam ablegen. Und dann lassen wir die linke Hand am rechten Bein, legen den rechten Arm zu Boden und führen das Bein auf die gegenüberliegende Seite. So weit, wie es angenehm ist. Vielleicht kommst du bis zum Boden mit deinem Bein. Und dann schaust du in die Handfläche der anderen Hand. Die Schultern bleiben am Boden. Sollten deine Schultern nicht am Boden sein, dann darfst du dein Bein auch ein bisschen wieder hochnehmen oder weiter nach unten führen. Probier es mal aus. Und dann mit dem Einatmen das Bein nach oben strecken und dann in die andere Richtung öffnen. Vielleicht kommst du jetzt bis zum Boden, vielleicht auch nicht. Wer einen Gurt hat, der kann jetzt wunderbar sein Bein mit anziehen und so weit wie möglich oben ablegen. Und dann mit dem Einatmen den Fuß heben und wieder auf die Matte lassen. Wir wiederholen die Abfolge mit dem linken Bein. Wir ziehen das Knie Richtung Brust. Das rechte Bein bleibt jetzt am Boden. Und probier wieder den unteren Rücken in die Matte zu drücken, sodass da jetzt keine Hand mehr zwischenpasst. Und dann führe dein Knie noch weiter zur Brust. Im Yoga hat jede Übung, jede Asana auch einen konkreten medizinischen Nutzen tatsächlich. Diese Übung verbessert die Verdauung und wenn also Verdauungsprobleme. Und dann schieb deinen Fuß Richtung Decke. Zieh deine Zehen zu dir an und dann greife nach deiner Wade oder bring dein Gurt über den Fuß. Und wenn du kannst, kannst du dich jetzt hier langsam nach hinten ablegen, ohne dass das Knie sich beugt. Und so, dass eine schöne Dehnung entsteht für die Oberschenkelrückseite. Dann lässt du mal deine rechte Hand an der Wade, die linke Hand legst du ab auf den Boden und führst dein Bein langsam in die Gegenrichtung. Schaust in deine andere Hand. Legst beide Arme ab. Schultern sind am Boden. Und dann leg wieder die rechte Hand an deine linke Wade. Mit dem Einatmen bringst du das Bein nach oben und mit dem Ausatmen führst du das Bein auf die andere Seite. Beide Beine, wenn es geht, bleiben jetzt am Boden.
Du darfst dir helfen und hier Oberschenkel greifen. Probier deinen Rücken flach an die Matte zu drücken. Und mit dem Einatmen das Bein wieder nach oben und ablegen. Bleib noch mal kurz so liegen. Spann deine Beine. Und dann umfasse noch einmal eins deiner Beine und zieh dich nach oben in den Sitz. Einmal noch die Beine lockern. Und mach jetzt eine Vorwärtsbeuge. Und bevor wir das machen, gibt es einen kleinen Trick. Du kannst mal versuchen, dein Sitzfleisch hinten rauszuziehen. Dann probier mal, dich richtig schön aufrecht hinzusetzen. Und dann bringen wir die Arme nach vorne. Das Brustbein zieht immer schön nach oben. Und wir machen jetzt eine Vorwärtsbeuge, ohne dass der Rücken rund wird. Ich möchte jetzt, dass du versuchst, den Rücken so lang wie möglich gerade zu lassen. Stell dir vor, dein Bauch zieht Richtung Füße, nach vorne. Und wenn du kannst, greif nach deinen Füßen, zieh dich noch ein bisschen heran. Auch hier kannst du wunderbar einen Gürtel nehmen zur Hilfe und dich heranziehen. Und dann darfst du auch jetzt einmal den Rücken rund machen und kurz entspannen in dieser Position. Spüre deinen Atem. Atme mal tief in deinen Bauch hinein. Und dann richte dich wieder auf, die Arme über den Kopf und dann machen wir die Gegenbewegung. Lege die Hände hinter dem Rücken ab. Bei Schulterproblemen empfehle ich dir, die Finger nach außen zu richten. So hat deine Schulter ein bisschen mehr Spielraum. Jetzt pressen wir mal die Fersen in die Matte und heben unsere Hüfte an. Deine Aufgabe ist jetzt, deine Hüfte so weit wie möglich nach oben zu schieben, aber auch deine Brust schön rauszudrücken. Sollte es dir schwerfallen mit der Brust, dann hast du vielleicht einen etwas verkürzten Brustmuskel. Der arbeitet dann dagegen und schiebt deine Hüfte immer noch weiter nach oben. Dein Kinn nicht nach hinten fallen lassen, sondern dein Kinn ziehst du so ein bisschen zum Hals und drück deine Hüfte noch weiter. Noch 3, 2, 1 und langsam lösen und absetzen. Und jetzt zieh mal dein linkes Bein so auf die Seite. Deine Fußsohle zeigt jetzt zum Oberschenkel. Jetzt kannst du dich hier so ein bisschen wegdrehen, mit den Händen die Knie auseinanderschieben. Richte dich dabei auf und schau zur Gegenseite.
Dann nimmst du den linken Arm über deinen Kopf und versuchst dich zu neigen zu deinem anderen Fuß. Setz eine schöne Seitdehnung. Atme tief. Und dann richte dich nochmal auf. Nimm deine Hand zum Knie. Und dann machen wir die Gegenseite. Zieh deinen rechten Fuß an. Drücke die Knie auseinander und richte dich auch hier wieder auf. Den Arm nach hinten richten und dann den Arm nach oben ziehen. Über den Kopf und zum anderen Fuß rüber neigen. Atme in deine Seite hinein. Probiere dich immer noch weiter zu strecken. So als würdest du nach deinem Fuß greifen wollen mit der rechten Hand. Und dann atme ein und löse auf. Die Beine lockern. So, die Übung, die wir gerade gemacht haben, die erfordert schon ein bisschen Beweglichkeit hier im Hüftbereich. Sollte das zu schwer fallen, kannst du auch probieren, den Fuß so ein bisschen aufzustellen und dann hier in die Dehnung zu gehen. Ich möchte natürlich nicht, dass du hinten wegfällst. Ja, also kannst du vielleicht ein bisschen rumprobieren, wie das für dich passt. Die Aufgabe ist es aber, hier schön die Flanke zu dehnen. Okay, gut. Wir kommen jetzt langsam zu Ende der Stunde. Lege dich noch einmal bequem auf deine Matte. Wenn du ein Kissen hast, dann kannst du zum Beispiel ein Kissen unter den Oberschenkel legen. Dann entsteht weniger Druck an deinem unteren Rücken. Wenn du jetzt kein Kissen hast, ist das auch okay. Breite deine Beine aus. Breite deine Arme aus. Gib deiner Lunge Platz zum Atmen. Schließe die Augen. Wir bleiben jetzt noch ein paar Minuten in dieser Haltung, in der Totenstellung, in Shavasana. Wir bedanken uns bei unserem Körper, dass er jetzt alles mitgemacht hat. All diese Übungen, all diese Dehnungen. Und du darfst dich auch bei dir bedanken, dass du dich heute dafür entschieden hast, Yoga zu praktizieren und einfach mal das Video mitzumachen. Bin mir sicher, du hast dir Mühe gegeben und es so gut gemacht, wie es für dich möglich war. Lass deine Beine und Arme fallen. Wenn du magst, darfst du jetzt einen ganzen Bodyscan machen und von Fuß bis Kopf jeden Körperteil loslassen mit der Atmung.
kannst auch einfach nur dich fallen lassen. Deinem Atem lauschen. Und wo immer du eine verspannte Stelle spürst, eine Stelle, die jetzt mehr Spannung hat, als sie eigentlich braucht, dann schicke deinen Atem dorthin in die Stelle und lass los. Entspanne auch deine Gesichtsmuskeln. Es ist erstaunlich, wie viel Spannung wir doch im Gesicht immer haben, ohne dass es unbedingt notwendig wäre. Probier mal deinen Kiefer loszulassen. Und lass deine Lippen auch locker. Entspanne deine Wangen. Entspanne deine Augen. Entspanne deinen ganzen Kopf. Und dann vertiefe deinen Atem nochmal. Atme lang aus. Und dann atme tief in deinen Bauch hinein, dass sich dein Bauch weit hebt. Und atme in deine Brust. So viel Luft, wie du kannst. Und dann lass sie wieder gehen. Noch einmal tief einatmen und aus. Einatmen und ausatmen. Und dann bringst du langsam deine Füße in Bewegung, deine Zehen wackeln, deine Hände wackeln. Roll deinen Kopf von links nach rechts. Dann bring deine Füße zusammen, atme ein, greif deine Hände zusammen. Streckt die Arme über den Kopf und streck dich und lass los. Lege deine Hände auf dein Herz, lausche einmal den Herzschlag. Und dann komm langsam in eine Seitlage und drücke eine Hand in den Boden und komm langsam zum Sitzen. Setz dich in eine bequeme Position, lass die Augen geschlossen. Setz dich aufrecht hin. Atme tief. Wie auch zum Anfang chanten wir zum Ende dreimal Om. Atme aus.
Aber tief ein. Atme lang aus. Nach dem nächsten Einatmen chanten wir dreimal um. Lass die Augen geschlossen, führe deine Handflächen zueinander und reibe sie kräftig ineinander, sodass Wärme entsteht. Und dann lege deine Hände sanft über deine Augenballen, über deine Augäpfel. Und spanne deine Augen. Und mit ein paar Blinzeln schau in deine dunklen Handflächen und öffne langsam deine Hände nach vorne. Namaste. Namaste. Schön, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, du fühlst dich entspannt und wach und machst dir jetzt mit deinem Tag weiter, ganz bewusst und in dir ruhend. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.